Puzzlestücke setzen sich zusammen. Und das Bild, das sich daraus ergibt, ist schrecklich und unglaublich. Ich erzähle den anderen davon, kann es aber selbst kaum glauben. Die Roten haben die Oktyabrskaya, eine friedliche Station voller Bewohner, die völlig ahnungslos waren. Ich habe das Gefühl, dass alles bald zu Ende ist. Wir werden diesen Krieg nicht überleben, Atyam. Niemand wird das. Ich fühle mich wieder einsam, wie damals, als ich ein Mädchen und Vater unterwegs bei einem Einsatz war. Nichts um mich herum. Leer und kalt. Als wäre ich nur ein Funke des Feuers, der davonfliegt und dann verschwunden ist. Es fällt mir schwer, dir diese Dinge zu sagen, Atyam. Aber ich möchte spüren, dass ich lebe. Berühre mich. Dann mal ran an das Fleisch da. Nun, mit euch scheint alles in Ordnung zu sein. Glückwunsch, ihr jungen Leute. Du, Artyom, kannst gehen. Während du, Anna, noch etwas bleiben musst. Wir müssen deine Wunde noch zu Ende behandeln. Gott sei Dank. Okay. Ich weiß irgendwie nicht mehr, wo wir letztes Mal aufgehört haben und warum das jetzt hier so... Guck nicht dahin. Papa. Nichts, alles in Ordnung. Guck nur nicht. Was würde jetzt damit passieren? Ich weiß auch nicht genau, wer es war. Kannst du sein Gesicht sehen? Als wenn... Sieht nach der achten Kiste aus. Das scheint hier so ein Rehabilitationszentrum zu sein. Hier geht's also extrem ab. Was ist denn hier? Alter. Heftig. Was? Was ist los? Sollen nicht in die Station gehen. Gehen Sie durch das Gesund. Also brauche ich Sie nicht, die Handschuhe und die Maske zu erinnern. Was geht denn hier ab? Nein, das weiß ich. Perfekt. Also ich weiß noch, dass wir letztes Mal... Doch, mit der Anna. Doch, genau, mit der Anna quasi durchgekommen sind. Ach, jetzt habe ich es wieder. Und dann... Die hatte wohl was für uns übrig. Konnten Sie den Überträger... Wir sind jetzt hier anscheinend in einer Krankenstation. Es ist ein Erregerstamm des Ebola-Virus, aber es ist nutzlos, ihn zu kultivieren. Er ist jetzt im Grunde nicht virulent. Ohne den ursprünglichen Erreger... Okay, Moment, wir gehen nochmal nicht hier lang. Weil da vorne ging es auch noch irgendwo links oder rechts. Ah, ne. Okay, wir müssen anscheinend da lang. Das hier ist anscheinend eine Krankenstation. Wir sind beim letzten Mal irgendwie noch gerettet worden. Mediziner bin. Bitte erklären Sie es mir. Entschuldigung, Herr Oberst. Dies sind die Fakten. In den ersten zwei Tagen lag die Sterblichkeitsrate bei 95%. Tag sank die auf 25%. Heute haben wir nur zwei Neuinfektionen. Beides leichte Infekte mit guter Aussicht auf Genesung. Wissen Sie, Moskau war nie ein natürlicher Lebensraum für das Virus. Und in seiner wilden Form bleibt es viel länger gefährlich. Und was bedeutet das jetzt alles? Es ist kein normales Virus. Es ist ein waffenartiges Virus, das gezüchtet wurde, um eine maximale Sterblichkeit innerhalb einer kurzen Zeit zu erreichen und dann harmlos zu werden. Okay. Verdammt. Wo kam das Virus her? Ich habe von einer neuen Biowaffen gehört, die auf diesem Virus basieren. Sie wurden vor dem Krieg entwickelt. Aber wo es jetzt nach all diesen Jahren herkam... Biowaffen.
Mein Gott. Nur für den Fall. Ich habe ein paar Ranger befragen lassen. Einer davon könnte diese Überraschung aus der Vergangenheit in die Metro gebracht haben. Hm. Biowaffen, ja, sehr schön, ey. Und darunter müssen andere Menschen leiden. Das ist natürlich eine richtig tolle Aktion. So, lass du mich durch. Du, ja du, du darfst durch. Okay. Achtung, Flüchtlinge. Alle Befehle. Die wollen auch alle hier hin. Warum? Können wir nichts machen. LOL. What the fuck? Was geht denn da ab, ey? Die wollen auch alle hier rein, oder was? Warum? Oh, hier liegen Sachen rum. Moment. Immer noch sehr atmosphärisch. Also ich... Da, wir sind jetzt anscheinend auf einer Krankenstation gewesen und jetzt sind wir wieder genesen oder sind wieder gesund und müssen halt. Lol. Alter. Du kannst hier nicht bleiben. Erschreck mich doch nicht so, oder? Tritt der einfach aus dem Schatten raus, der kleine Banner da. Ein paar Pilze noch dabei. Ist auch immer super. Ich bin hier. Okay. Zu ihm müssen wir anscheinend. Ich bin sehr, sehr froh zu hören, dass es dir, Artyom, und Anna gut geht. Wir können es uns zurzeit nicht leisten, krank zu sein. Der Schwarze, nach dem wir suchen, könnte wirklich der Letzte sein. Wir dürfen ihn nicht verlieren. Gehen wir. Okay. Aber ich muss zurück. Ach, der ist das. Holen. Sonst wird sie sterben. Sie können hier welche. Ich kann sie nicht gehen lassen. Wie sollen wir etwas kaufen, wenn alles... Die Flüchtlinge hatten viel Glück, weil Tomelins Ranger hier waren. Korkuts Männer haben ganz klar nicht erwartet, auf dem Boden ist der Treffer da. Tja, die Hanse konnte die Station nicht ohne Hilfe beschützen, aber sie bietet immerhin Unterschlupf für die Flüchtlinge. Und ein Krankenhaus. Vielleicht hilft ihnen das ja. Ich denke mal schon, oder nicht? Tut mir leid. Ohne Erlaubnis geht das nicht. Da ist unser Mann. Lassen Sie den durch, er hat eine Erlaubnis. Okay. Ja, dann mach mal auf, ihr Yuppies, Alter. Da gibt's auch einen neuen Waffenshop. Hallo. Ich denke, du solltest dich mit Munition. Komm her, Ranger. Ich habe großartige Ja, die Waffen, die wir noch haben, reichen ja eigentlich. Bei Munition. Habe ich mich letztens eigentlich schon ganz gut ausgestattet. Was wir noch vielleicht... Ah, ne, da können wir nichts mehr. Da können wir ein bisschen was mitnehmen. Schrotmunition reicht eigentlich. Dann würde ich sagen, bleiben wir dabei. Die Filter nehmen wir noch mit. Und ja, dann geht's wieder los, würde ich sagen. Ist das nicht so ein Eintrag? Nö. Okay, ab geht's. Artyom, beachte die Gelder, die die Hanse für diese Quarantäne ausgibt. Mhm. Und im Allgemeinen sind die sehr zurückhaltend mit ihrem Geld. Vielleicht wollen die bei den Verhandlungen in der Polis einen zusätzlichen Trumpf ausspielen. Jo, dankeschön. Jetzt darf ich hier mit meinem Kumpel weiterziehen. Zeitpunkt. An einem anderen Ort hätte sich alles geändert. Doch es gibt nur das Jetzt. Und nur die Metro für uns. Und wir müssen alles tun, um sie zu retten. Ich muss mich beeilen und den Schwarzen einholen. Anna muss ihrem Vater sagen, was Korbut und Mosquin machen. Alles andere ist ein Luxus, den wir uns jetzt nicht leisten können. Okay. Kampf an zwei Orten. Bald werden sich die Anführer von Hanse, Roter Linie und Reich in der Polis treffen. Sie erhoffen sich eine Friedenslösung.
bezüglich D6. Aber kenne die Natur des Menschen. Der Krieg ist ebenso gewesen. Macht. Es sei denn, ein Wunder geschieht. Okay. Also, wir werden den Zug mit dem Schwarzen nicht erwischen, wenn wir uns den Tunnel entlang bewegen. Sondern, was sollen wir machen? Es gibt einen anderen Weg. Das dachte ich mir schon. In Ordnung. Gehen zur Polis? Nein. Öffnen Sie den Tunnel für mich. Aber der Verbindungstunnel ist eine Sackgasse und sehr gefährlich. Tja, hör mal auf ihn. Auf keinen Fall. Das ist unser Weg zur Polis. Okay. Vorsicht mit den Generatoren! Was für ein Ding? Ja, passen wir schon auf. Das behauptet die Führung der Hanse nur, um die Leute davon abzuhalten, diese Wege zu betreten. Mhm. Ein unvorbereiteter Mann könnte sich hier schnell verlaufen oder sich sogar in sich selbst verlieren. Aber solange du bei mir bleibst, besteht keine Gefahr. Na dann. Alter, ihr bläst aber einen Wind, ey. Die meisten Leute glauben, dass die Metro nur aus Tunnels und Stationen besteht. Ein lebloses und seelenloses Konglomerat, das nur von Menschenhand geschaffen wurde. Ja, was sonst? In der Metro gibt es einen besonderen Ort. Leute, die dorthin kamen, kehrten nie zurück. In diesem Ort, den Schicksalsfluss. Denn er kann dein Schicksal verändern. Den Schreck der Vergangenheit wegspülen. Und die Chance auf eine andere Zukunft bieten. Wenn man geht, um eine solche Chance zu nutzen, weil man verzweifelt ist, dann wird man eventuell zu dem Ort der Zeit getragen, wo einem diese Chance gegeben wird. Hört sich gut an. Vergiss nicht, wir müssen den Schwarzen finden. Das ist das Einzige, was wir vom Fluss wollen. Okay. Die Metro. Lebendiges. Das Ding. Mit Herzschlag. Seele und Verstand. Naja, mittlerweile, ne? Bei den ganzen Mutationen. Hier ist noch so ein Eintrag. Eintrag 1, ich erinnere mich. Das Korbut. Moment. Quarantäne. Okay, da gab es auch Einträge, die habe ich nicht eingesammelt. Machst du nix. Das Korbut, die Operation, die in durchführen sollten, Experiment nannte. Was, wenn dieses Massaker kein Vorspiel zu einem großen Krieg, sondern der Test eines neuen Monsterwaffe war? Was, wenn die Roten den Orden und die Hanse damit einfach nur ablenken wollten, während sie einen viel gewaltigeren Angriff vorbereiten? Ich wollte immer ein Soldat sein, die Menschheit beschützen. Aber all das Blut, das ich vergossen habe, hat mir hier nicht geholfen, den Krieg zu verhindern, der bereits begonnen hat. Ich bin kein Superheld geworden, der den Schurken töten und die ganze Welt retten kann. Nicht, dass ich nicht davon träumen würde. Jeder tut das. Aber wenn der Krieg beginnt, stellen sich die meisten Leute einfach nur als Kanonenfutter heraus. Viele überleben nicht einmal ihren ersten Einsatz. Und ich, als kleines Zahnrad im Ganzen, kann mich nur auf den vorbestimmten Achse drehen und zusehen, wie das massive Schwungrad des Abschachtelns-Schnachtens wirbelt. Vielleicht ist das der Grund, dass ich mit Khan gehe. Es könnte meine einzige Chance sein, etwas zu ändern. Ja, Khan erinnert mich so ein bisschen an einen von Call of Duty. Ich weiß nicht mehr genau, wie der heißt. So, Khan. Jing, Jing, Genghis Khan. Hier müssen wir vorsichtig sein. Ja, wie überall in der Metro, würde ich mal so behaupten. Ein bisschen Money noch dabei. Ein verlassener Ort. Mit Monstern, ich habe eins gesehen. Okay, da runter oder was? Ja, da nicht.
Oh, ob das so stabil ist. Was haben wir eigentlich bei den Dingens da? Oh fuck. Dann nehme ich doch lieber die Granaten. Hörst du das? Weg mit dir! Krass, was das für ein nice. Okay, wenn man zu zweit ist, ist das auf jeden Fall schon nicht mehr so schreckhaft hier. Geht das eigentlich in Ordnung? Aber von überall kommen diese Viecher jetzt hier. Alles gut. Nur ein paar Monster, sonst nichts. Lass uns gehen. Alles klar, Mann. Gar kein Problem. Aber eins scheint größer zu sein. Alle Spinnen wem weg. Faszinierend. Ist das ein Zeichen? Das Gitter ist verrostet. Ja, scheint irgendwas sowas zu sein. Hilf mir hier mal, Artyom. Okay. Eins, zwei. Das war ein bisschen verspätet. Okay. Moment. Da ich verschiedentlich geschossen, das war auch nicht meine Absicht. Sieh nur. Vielleicht sind wir fast da. Meinst du, ja? Was ist das? Moment. Alter, ich kann schon wieder keine. Wir dürfen uns darin nicht verlaufen. Keine Hektik jetzt. Du lässt dich von nichts überraschen. Naja. Also ich. Wenn ich hier so drauf gucke, denke ich erstmal, es kommt gleich erstmal so. Oh oh. Du kannst dran gehen. Ich glaube es. Was? Ja sicher, hier unten. Was? Was soll das Ganze bedeuten, Alter? Hier nicht lange bleiben. Warum kann er das hören? Ist die Mutter nicht schon längst tot? Was zur Hölle geht hier vor? Boah, das Mega-Feuerzeug. Wir müssen ins Wasser. Ja. Wie die ganze Zeit schon. Ins Wasser. Und stell dir vor, was du an deinem Schicksal hast. Denk an den Schwarzen. Weiter! Geh weiter! Denk an den Schwarzen! Und der Fluss wird dich zu ihm bringen! Was? Was laberst du da? Lol. What the hell, ey? Äh.
Das kenne ich noch, das Szenario. Das ist aus dem ersten Teil, die Endszene. Vertrautes Bild? Es ist der Turm. Ja, und warum sehen wir das? Und da unten? Das ist der... an dem du gestartet hast. Es wird dich reinigen. Dir deine Sünden vergeben. Du kannst dein Schicksal ändern. Du kannst es. Wähle dein Schicksal und sei frei. Muss ich jetzt auch darunter springen? Alter, was für eine Freakshow. Das war ihr Zuhause. Habe ich hier nicht in so einem Labyrinth gefunden? Das stimmt, hier ist nicht viel übrig geblieben. Sieh mal, da ist er. Der Schwarze. Ihm nach. Alter, du bist schneller als der gewesen. Da ist er. Bleib stehen, Alter. Voll der Affe. Aber ich komme hier nicht weiter. Niemand. Eine Sackgasse. War das hier, wo du ihn fast erwischt hättest? Ja. Ich erinnere mich durch. Du musst es noch einmal versuchen, Artyom. Der Schwarze. Er ist noch bei dieser Freakshow auf dem Zug. Guck mal. Ihm nach. Lauf. Alter. Vor dir. Wie krass. Du wirst wie so eine Vision, oder was? Schneller, vor dir! Aber das war im letzten Teil ja auch so, da hat der Artyom ja auch die ganze Zeit solche Visionen gehabt. Wir haben ihn fast eingeholt! Ihm nach!